Hallihallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen wieder zusammen der Fall John Yesterday. Und wir sind jetzt in dieser Fabrik, waren tot, sind wieder auferstanden, haben das Video angeschaut und suchen jetzt Boris, der ja entführt worden ist und jetzt wahrscheinlich auch höllische Schmerzen von Foltern über sich ergehen lassen muss. Und natürlich wollen wir das nicht und retten ihn. Hoffen wir. Ich weiß nicht, wie es endet. Mal gucken. Du drückst den Einschaltknopf, aber nichts geschieht. Ja. Yeah. Tolle Fabrik übrigens. Am Boden der Mülltonne findest du ein Cinch-Kabel. Ah ja. Du suchst gründlich, findest in diesen Mülltonnen aber nichts, was dir nützlich sein könnte. Okay, irgendwie war das ja klar. Ja. Erstmal gucken, was wir überhaupt alles so machen Die können. Axt wäre ideal, um dich zu schützen. Aber du weißt nicht, wie du die Scheibe davor entfernen sollst. Her einschlagen. Nehmen wir das da. Nö, es will nicht. Du wickelst die Decke um deine Hand, ballst sie zur Faust und Das habe ich in einem Film gesehen, deswegen wusste ich's. du nimmst die Axt vorsichtig heraus, um dich nicht daran zu schneiden. Genau, um nämlich seine eigenen Hände davor zu schützen vor den Scherben bei dem Glas. Okay, schaut ja echt urig aus hier. Was ist das da? Ein Ofen? Wer weiß, was sie darin verbrennen? Hoffentlich nicht diesen Boris. Ach, nett. Du brauchst schon einen sehr guten Grund, um dich dort hineinzubegeben. Aber den hast du nicht. Nee, wir wollen ja auch nicht verbrennen, gell? Was haben wir denn hier? Du versuchst ihn zu öffnen, aber er ist abgeschlossen und gibt nicht nach. Wir haben hier eine Axt. Nach ein paar Axtschlägen auf das Schloss öffnet sich die Tür und nach kurzer Suche findest du einen Plan, der dir interessant erscheint. Jeder Mensch sollte eine Axt haben, wirklich, immer in der Handtasche. Ein Plan. Ein Ein Plan. Plan. Ich hätte ihn mir auch gerne angeguckt. Pläne, Bücher, Staub und Milben. Sonst nicht viel. Okay. Kann ich da jetzt noch was machen? Hier so? Oder auch nicht? Oh, doch. Ah. Hallo? Der Plan? Ich muss den noch angucken können. Da steht noch Ein Plan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, H. Bei H hört's auf. Aber ich kann ihn natürlich nicht hinlegen. Dann drücken wir halt irgendwie rum. Da du nicht weißt, zu welchem Teil der Halle dieser Stromschalter gehört, legst du ihn lieber nicht oben. Ja, aber Du drückst auf den Knopf, aber nichts nichts geschieht. geschieht. Da der Monitor kaputt ist, wird nichts davon, was du mit diesem Eingang anstellst, irgendetwas bewirken. Okay, der Monitor ist kaputt und das hier weiß ich auch nicht, was es soll. Aber warum kann ich denn dieser blinden. Da blinkt's doch. Aber ich kann ihn nicht hinlegen. Was ist damit? Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Damit? Wieso willst du das auf Video aufnehmen? Das ist doch interessant. Was für eine Frage. Das scheint eigentlich eine gute Idee zu sein, wenn du doch nur wüsstest, woran du die Kamera anschließen sollst. Ah. Da der Monitor kap. Jetzt weiß ich, glaube ich. Wenn der Monitor funktionieren würde, könntest du dort die Videoaufnahme der Kamera abspielen. Auch wenn das ziemlich bescheuert wäre, nicht? Okay, ich lasse es gehen. Schon überredet. Kann ich es kaputt machen? Eine Akt. Eine Axt. Der Monitor ist schon kaputt genug. Du brauchst dich nicht daran zu verausgaben. Wenn ich aber möchte. Okay. Gut, du hast gewonnen. Hallo, ich will wieder raus. Hier kann ich nichts machen, ne? Gehen wir doch noch mal in die Halle. Komme ich da hoch? Du öffnest die Tür und steigst kurz aufs Dach.
Da du dort aber nichts von Interesse entdeckst, gehst du wieder ins Innere der Fabrikhalle. Ach, von da komme ich quasi. Okay. Kann ich denn da irgendwas machen? Boris befindet sich in der Fabrikhalle. Dort musst du ihn suchen. Ja, und das heißt jetzt? Der Außenbereich der Fabrikhalle. Ach, in der Fabrikhalle, drum lässt er mich da nicht hin. Na, doch mal gucken. Vielleicht können wir da noch was machen. Du drückst den Einschaltknopf, aber nichts geschieht. Wo gehen denn da die Kabel hin? Hier in das Wirrwarr? Hier hoch vielleicht? Nee. Hier ist auch nichts. Müll habe ich schon durchsucht. Ach, hier ist ein Knopf. Du drückst auf den Knopf, aber nichts geschieht. Oh, ich dachte, jetzt haben wir wieder was gefunden. Ach, Menno. Du hast ein Kabel und weißt, wo du es an die Konsole anschließen kannst. Ja, aber es wollte ja nicht. Ich hab das Kabel. Ein Kabel. Ja, und ich denke... In der Hoffnung, dass es irgendetwas bewirkt, schließt du das Cinch-Kabel an. Oh. Geht es jetzt? Du verbindest das Kabel mit der Kamera, schaltest sie ein und... Sehe... Natürlich, total viel. Kann ich es jetzt dort hinlegen? Wie soll ich das denn auswendig können? Als du auf den Knopf drückst, zeigt das Display der Kamera ein neues Bild. Ach, das war da, wo ich war. So, und jetzt? Kann ich es jetzt wohin legen? Na, Hauptschalter. Innenbereich links 1. Innenbereich links 2. Innenbereich rechts 1. Innenbereich rechts 2. Generator. Außenbereich links 1. Außenbereich links 2. Haben wir jetzt alles gemerkt. Alles. Ein Plan. Generator war, glaube ich, G. Obwohl du bereits weißt, zu welchem Bereich der Schalter gehört, siehst du keinen Sinn... Ja, okay. Was will ich denn angucken? Jetzt, da du weißt, zu welchem Bereich er gehört, bist du der Ansicht, dass du ihn nicht umzulegen brauchst. Du gehst die Bezeichnung jedes einzelnen Schalters noch einmal durch. Hauptschalter, Innenbereich links 1. Innenbereich links. Obwohl du bereits weißt, zu welchem Bereich der Schalter gehört. Soll jetzt hier das Ding durchmachen, oder was? Euer Ernst obwohl hier? Du bereits... Jetzt, da du weißt... Im Augenblick siehst du... Siehst du keinen Sinn darin? Jetzt. Umlegen brauchst. Jetzt. Kann ich das drücken? Du drückst den Knopf und... Aus Angst, jemand könnte die offene Tür bemerken, drückst du schnell noch einmal auf den Knopf, um sie wieder zu schließen. Also jetzt nochmal? Du drückst den Knopf und aus Angst. Ach so. Du drückst den Knopf und du öffnest das Gittertor, schließt es aber direkt wieder, damit niemand deine Anwesenheit hier bemerkt. Oh. Du hörst ein Klick. Du hast gerade die Ofentür entriegelt. Kann ich da jetzt auch nochmal was machen? Ach, hier kann ich umschalten. Das ist ja cool. Das ist der Eingang. Hä, wieso ist denn da oben eine Kamera? Kamera 6. Ein Plan. Naja, okay. Kamera 6 hat... Oh Gott. Sehen wir den jetzt auch verprügeln? Das zählt bis 2, 3, 4, 5. Okay, wir haben... Hoppala. Ja, diesen Ofen. Meint ihr den da? Nee.
Kann ich das jetzt machen? Feuer! Okay, ich kann jetzt aufmachen, aber wie kann ich denn das Feuer jetzt ausmachen? Das einzige Anzeichen dafür, dass sich jemand in der Fabrikhalle befindet. Ja, schon. Kann ich denn vielleicht mit der Decke? Du könntest dich in die feuerfeste Decke einwickeln und dich in den Ofen begeben, aber wozu? Das weiß ich auch nicht, wozu. Was will ich denn mit der Farbe? Ein Nivelliergerät. Ich weiß auch nicht, was das Ding da macht. Ich habe gar keine Ahnung, bin ich ehrlich. Du weißt nicht, was es dir bringen soll, das zu versiegeln. Mir auch nicht. Es hat keinen Sinn, damit darauf einzuschlagen. Och. Du glaubst nicht, dass es dir etwas hilft, das anzumalen. Aber es sähe mit Sicherheit schöner aus. Das zu zerhacken hilft dir nicht weiter. Hier doch irgendwas. Ach, das war der Weggehen. Der Heimweg. Kann ich jetzt da was machen? Du drückst den Einschaltknopf, aber nichts geschieht. Soll ich mal draufhauen? Diese Maschine mit Axthieben zu bearbeiten, wird dir nicht weiterhelfen. Fände ich aber nicht schlecht. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Auf der Konsole gibt es einen Knopf, der den Blickwinkel verändert. Einer davon hält eine angenehme Überraschung für dich bereit. Angenehm oder unangenehm? Nee, angenehm. Haben wir nicht verlesen. Ich dachte, wir haben alle Dinger durch. Ja, da kommt aber wieder Kamera 1. Das ist von oben. Boris, endlich hast du ihn gefunden. Oder auch nicht. Eigentlich weißt du nur, dass er sich in einem Raum befindet, in dem ein Generator steht. Aber wo ist dieser Raum? Auf jeden Fall ist es da ja angeschlossen. Du klappst das Display der Kamera lieber nicht wieder ein. Ja, wo befindet sich dieser Raum? Ein Plan. Du gehst die Bezeichnung jedes einzelnen Schalters noch einmal durch. Hauptschalter. Innenbereich links 1. Innenbereich links. Innenbereich rechts. Innenbereich. Ja, was bringt mir das denn? Außenbereich. Ja, Generator. Das ist. Was war jetzt Generator? Der Generatorraum. Dort drin ist Boris. Du legst den Schalter um und bingo. Jetzt heißt es abwarten. Aha. Also abstoßen, springen, Armstrecken und finaler Schlag. Trainiere sehr hart und wiederhole die Schritte immer wieder, sonst beherrschst du den Tigerschlag nie ganz richtig. Oh, jetzt kommt unsere Zeit. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Oh mein Gott. Das hast du gut gemacht, junger Schüler. Trainiere weiter, dann beherrschst du eines Tages den unbekannten Sinn. Am Boden des Ofens befindet sich eine Klappe, durch die Cooper höchstwahrscheinlich gekommen ist. Aber es wird nicht einfach werden, sie zu erreichen. Ja, aber jetzt mit unserer Decke, oder nicht? Oder kann ich das auch ausschalten? Du legst den Schalter zum Generatorraum wieder nach oben um und musterst den Bildschirm genau. Entdeckst aber nichts Neues. Auf jeden Fall wirst du, um dorthin zu kommen, durch die Klappe im Ofen steigen müssen. Ja, das habe ich schon kapiert. Und was war dieser Ofen? Der war doch hier. Du hörst einen Klick. Du hast gerade die Ofentür verriegelt. Jetzt habe ich sie verriegelt und hier willst du aber öffnen. Du hörst einen Klick. Du hast gerade die Ofentür entriegelt. Ich hab sie entriegelt, okay. Dann schauen wir nochmal nach unserem Kollegen.
Die Axt ist nicht weit genug in seinen Schädel eingedrungen. Er ist bewusstlos, aber noch am Leben. Drum hat er die Narbe. Du könntest versuchen, ihn zu behandeln. Aber sein Leben ist dir egal. Dich interessiert nur das von Boris. Krass einfach. Ich wollte jetzt eigentlich die Decke nehmen. Du wickelst dich in die feuerfeste Decke ein und beschließt, direkt in Richtung der Klappe zu gehen, durch die Cooper verschwunden ist. Gott, wie wir aussehen. Das Glück ist auf deiner Seite. Der Zug setzt sich in Bewegung. Aber weißt du was? Das Glück ist ein ziemliches Miststück. Okay, ich glaube, wir wurden gerade erschossen. Mal wieder. Choke? Trifft dich und du fühlst dich vielen Fragen ausgesetzt. Wer bist du wirklich? John Yesterday? Choke? Bist du noch da, Choke? Oder keiner davon? Choke, bist du es? Wie viele Leben brauchst du, um dich zu erinnern? Vor allem, wieso bist du unsterblich? Ich werde jetzt gehen, aber wiederkommen. Wieso die Amnesie? Heute hat mein Danny Geburtstag, vergiss das nicht. Wieso die Narbe auf deiner Hand? Ich werd's versuchen. Du hoffst, all die Antworten auf diese Fragen am selben Ort zu finden. St. Fergus, Inverloch, Schottland. Ist es hier? Ja, wahrscheinlich. Nutzen wir die letzten Sonnenstrahlen aus. Ich hol die Sachen und du siehst dich schon mal um. Auf einmal erregt etwas ungemein deine Aufmerksamkeit. Deine Reise nähert sich immer mehr ihrem Ende. Dieses Teil war doch bei dem Vater im Laden, also von ihr, wo wir dieses Holzkreuz eingesetzt haben. Du versuchst, den Dreck mit den Fingern abzukratzen, hast aber keinerlei Erfolg. Es besitzt eine offensichtliche Ähnlichkeit mit Petits Kreuz. Aber der Schmutz der Jahrhunderte verhindert, dass du sonst etwas entdecken kannst. Ah, wie cool. Okay, echt nicht schlecht halt. Also, Zusammenfassung. Wir wissen jetzt, wir sind unsterblich in dem Sinne. Klar, wir können sterben, aber wir werden wiedergeboren und sind dann immer wieder dieser junge Mann. Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Mal schauen. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge und natürlich, was dieser coole Ort alles auf sich birgt und was wir so alles entdecken können. Nun dann, ich verabschiede mich. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Beim Schlaflos. Also dann, tschüss!